Hallo ihr Lieben, heute die versprochene Anleitung für die Tasche und zwar wird die gehäkelt. So sieht das Ganze aus am Ende und ihr könnt auch für euch variieren, wie ihr die Tasche haben möchtet. Ich habe noch eine kleine gemacht und mit mehreren Farben und. Und ja, dafür gibt es jetzt die Anleitung. Ich hoffe, das Video gefällt euch und dass man alles richtig sehen kann. Solltet ihr allerdings trotzdem noch Fragen haben, dann fragt mich ruhig. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Anleitung und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss! Wir brauchen natürlich ganz, ganz viel Wolle. Welche Wolle das ist und wie viel Gramm sie hat und. Diese ganzen Daten werde ich in die Infobox schreiben. Und dann brauchen wir noch eine Schere und eine Stopfnadel und natürlich eine Häkelnadel, ist ja ganz klar. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich beginne mit einem Fadenring. Ich hoffe, ihr könnt das hier besonders gut erkennen. Ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben, dass ich so langsam und so gut wie möglich aufnehme. Und wie gesagt, wir beginnen mit diesem Fadenring. Und in diesen Fadenring häkeln wir dann noch 10 halbe Stäbchen. Da seht ihr auch gleich nochmal, wie das Ganze funktioniert. Und zwar einmal um den Faden rum und einmal den Faden ziehen. Und dann ziehen wir den Faden durch alle 3 Schlaufen hindurch. Ich denke, man kann es ganz gut erkennen. Und das machen wir jetzt, bis wir 10 halbe Stäbchen in diesem Ring haben. Wenn wir das haben, ziehen wir den Fadenring fest zusammen. Wenn er zwischendurch lockerer wird, ist das nicht schlimm. Ihr könnt bis zum Schluss den Fadenring immer wieder festziehen. Und jetzt nehmt euch am besten ein Stück Wolle zur Hilfe, um zu sehen, wo der Anfang ist. Denn wir häkeln in Runden und das macht das Ganze eben etwas einfacher. Jetzt verdoppeln wir jede Masche. Das bedeutet, wir häkeln in jede Masche 2 halbe Stäbchen. Und in der nächsten Runde wird jede zweite Masche verdoppelt. Das heißt, in die erste Masche kommt ein halbes Stäbchen und in die zweite Masche kommt 2 halbe Stäbchen. Und das die ganze Runde lang. In der dritten Runde wird dann jede dritte Masche verdoppelt und in der vierten Runde wird jede vierte Masche verdoppelt. Und das macht ihr so lange, bis ihr die Größe des Bodens erreicht habt, wie ihr es gerne haben möchtet. Bei meiner blauen Tasche habe ich das 9-mal gemacht, das heißt, bis ich dann jede 9. Masche verdoppelt habe und bei der grünen Tasche habe ich es bei 7 belassen. Und hier zeige ich euch jetzt noch, wie ihr einen Farbwechsel vornehmen könnt. Das ist nicht die richtigste Variante, die es gibt. Ich werde euch dazu nochmal ein Video verlinken. So habe ich es halt einfach gemacht. Aber wenn ihr einen ordentlichen Farbwechsel haben wollt, werde ich euch dazu nochmal ein Video verlinken. Wenn ihr dann euren Boden so weit habt, wie ihr es gerne haben möchtet, dann wird nur noch ganz normal hochgehäkelt. Also nichts Besonderes. Einfach nur weiter in halben Stäbchen häkeln und zwar bis ihr die Höhe eurer Tasche erreicht habt. Ohne Zunahmen, ohne Abnahmen. Wenn ihr dann die Höhe eurer Tasche erreicht habt, kann es weitergehen mit dem Henkel oder Gurt, je nachdem. Dafür häkel ich 2 Luftmaschen und dann 7 weitere halbe Stäbchen in die nächsten Maschen. Ihr könnt es ja hier ganz gut erkennen, denke ich. Einfach nur weiter halbe Stäbchen. Dann 2 Luftmaschen, umdrehen und wieder Stäbchen. Und das macht ihr so lange, bis ihr die Länge eures Henkels erreicht habt. Und dann müssen wir den Henkel natürlich noch auf der anderen Seite anbringen. Ich hoffe, ihr könnt hier ganz gut erkennen, wie ich das mache. Und zwar steche ich immer nur in die eine Hälfte ein und auf der anderen Seite wieder in die eine Hälfte der Masche.
Dann müssen wir noch die Lasche machen und die funktioniert eigentlich genauso wie der Henkel. Das heißt, wir halten jetzt einen Faden ran, machen zwei Luftmaschen und machen dann eben so breit, wie wir die Lasche haben wollen, wieder halbe Stäbchen. Ich habe hier, glaube ich, 8 genommen. Und dann genau wie beim Henkel zwei Luftmaschen umdrehen und wieder die ganzen Maschen häkeln. Jetzt machen wir noch das Loch für den Knopf und dafür häkeln wir erstmal ganz normal. Wir machen zwei Luftmaschen, dann zwei halbe Stäbchen. Und dann machen wir wieder zwei Luftmaschen. Und lassen jetzt zwei Maschen aus und häkeln jetzt den Rest. Jetzt ist Folgendes passiert, ich habe es nicht mittig gemacht, aber das könnt ihr natürlich dann besser machen. Ihr solltet es schon mittig machen, so dass das eben gerade ist. Das habe ich bei der kleinen Tasche habe ich es dann gemacht, bei der großen habe ich es ein bisschen verpeilt. Dann machen wir noch eine normale Runde und damit ist die Lasche auch fertig. Jetzt bringen wir noch den Knopf an. Und fertig ist mehr oder weniger die Tasche. Ihr müsst halt noch alle Fäden abmachen und ja, damit ist die Tasche fertig.